Thank you.
In der Astronomie kann es einen Mond, der nie untergeht, nicht geben. Es kann ihn nicht geben? Genau. Die Sterne bereisen den Himmel auf den Schwingen des Zeitenwindes. Doch dieser Mond steht außerhalb der Zeit. Er bewegt sich weder am Tag noch nachts. Deshalb heißt er der Mond, der nie untergeht. Nach 108 Jahren, wenn der Mond, der nie untergeht, rot glüht, steigt das Mondkind zur Erde herab und füllt die Welt mit seinem Segen. Das Gedicht ist eine Prophezeiung des Mondes. Aber in Wirklichkeit sehen wir nur die Angst und die Zerstörung, die das schwarze Monster mit sich bringt. Das schwarze Monster! Wieso ein Dämon und kein Segen für die Welt? Was bedeutet das? Dieses Geheimnis ist noch ungelöst.